es manifestiert sich die Angst eines jeden. Auf dem Planeten des ewigen Regens. Man nimmt andere Schauspieler, aber man verfilmt den gleichen Film. Es ist die gleiche Story. Das hat mich gekickt. Als die Planeten sich deckten, wurde ich geboren. Und weil's die Götter nicht checkten, hatten sie mich verloren. Und gestrandet in dieser Raumzeit soll es mir genügen. Reflektor Falke ist eigentlich ein Comic. Mich nennen sie den wandernden Wissenschaftler. Und meine Fähigkeiten könnten dir von Nutzen sein. Ein emotional ängstlicher Blick auf unsere Welt hier, in der wir leben. Aber in der Form eines musikalischen Comics. Films. Denk jetzt nicht. Thomas D. präsentiert Reflektor Falke, Lektion in Demut. 11.0. So sieht's aus.